Wissen wir alle. Wissen wir doch alles schon. Sagst du irgendwas Neues? Manchmal habe ich Heißhunger auf ein leckeres Stück Papier. Dann esse ich sogar Briefe von meinem Liebling Dr. Wright. Das ist mir echt peinlich. Klar. Du nach Peach aussehende... Wie Peach aussehende Ziege. Genau. Na Quatsch, da ist nichts. Noch nicht. Wayne. Du sagst auch wieder, juhu, da ist ja Marin. Und du sagst du irgendwas Neues? Tjo, kleines Fräulein, Tag. Oh, du bist nicht alleine. Das ist auch schon wieder so, das ist so eine sexuelle Anspielung, oder? Oh, juhu, kleines Fräulein, guten Tag. Oh, du bist nicht alleine. Scheiße. Ich hatte nichts vor oder so. Nein, Quatsch. Klar. Klar doch. Gut, wir müssen schnell zurück zum Strand von Möwendorf, denn dort habe ich eine Zaubermuschel vergessen. Wie Marin einfach mit uns abhebt. Klar. Na toll, wieder Steine heben. Na, das ist doch interessant. Na, das ist doch interessant. Und wir heben Gras aus dem Weg, weil wir Gras aufheben können. Klar. Klar. Ist klar. Die Musik ist so geil. Ich liebe dieses Spiel für seine Musik, für seine Story, für seine ja Grafik für den Gameboy. Auch gut. Und für seine ja für seinen Witz, kann man Witz sagen? Ja, das Spiel ist witzig eigentlich. Für seinen Spielspaß, für sein Spielprinzip, für alles, alle einfach alles. Deswegen dieses Spiel. Wow. Habe ich ja auf in der Top 10 gesagt, dass es eins meiner Lieblingsspiele ist. Welcher Platz war es nochmal? War es jetzt 2 oder 3? Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube 3, bin ich alles täuscht. Naja. Wayne. Jedenfalls können wir hier noch eine Zaubermuschel abstauben. Du hast eine Zauber. Oh yeah. So, das ist unsere Zaubermuschel Nummer 13. Jetzt fehlen uns nur Jetzt fehlen uns nur noch 7 Stück und wir fallen ins Loch. Und Marin ist auch drin und sie fällt nicht ins Loch, klar. Und sie teleportet sich einfach zu uns. Klar. Ganz kurz. Wenn mich nicht alles täuscht, dieses Buch da oben, da können wir ran, indem wir hier gegenlaufen, ne? Ja, und da fällt das Buch runter. Dieb, siehst du immer in die Schränke von anderen Leuten? Bitte, das ist eine Bücherei. Was erwartest du? Und hier ist ein Texturenfehler. Guckt euch das mal an. Guckt jetzt mal auf den Boden und auf den Schrank. Es sieht so aus, als würde der Schrank im Boden drinnen stehen. Also drinnen stehen, im Boden. Nicht auf dem Boden, sondern drin stehen. Na egal. Willst du das Buch lesen? Ja, was steht denn drin? Die bunte Welt verborgen unter 5 Grabsteinen. Was zur Hölle? Ach, die bunte... Ja, das ist ja die Roben, die man kriegen kann. 3 nach oben, 4. Setze all deine Kraft ein, öffne einen neuen Weg. Wer auserwählt ist, erhält die Macht über die Farben. Wie wohl die bunte Welt aussehen mag. Ja, das zeige ich euch irgendwann noch, aber ziemlich am Ende des Spiels erst, weil noch, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das jetzt schon geht. Ich habe das ist jetzt erst einmal ausprobiert, weil ich dieses Spiel auch fast noch gar nicht gespielt habe, nur ein einziges Mal. Also diese Deluxe-Version, meine ich. Und... deswegen, diese Roben und das Ganze kann ich euch auch noch nicht zeigen, weil ich, wie gesagt, ich weiß es noch nicht und ich muss auch erst nochmal nachgucken, wie genau das jetzt gehen mag. Auf jeden Fall unter dem Friedhof, irgendwie da muss man Grassteine verschieben und dann kommt man plötzlich in die Unterwelt. Die ist ziemlich bunt und da kann man dann seine Robe auswählen, nämlich blau oder rot. Blau ist dann, glaube ich, stärkere Verteidigung und rot ist dann stärkerer Angriff. Also eins von beiden kann man sich raussuchen. So, und jetzt gehen wir das Walross aufwecken. Oh yeah. Naja. Ach, die schöne Musik dieses Spiels. Ich kann es nicht oft genug betonen. Da ist das Walross. Ich glaube, wir müssen ein Duett was machen, ne? Oh, das ist also das Walross? Sollen wir es ein wenig erschrecken? Ja, ja. Erschrecken. Wir erschrecken das Walross. Wie es sich freut. Ja, und das soll erschrecken sein. Es freut sich doch nur. Wieso erschrecken?
Es freut sich. Der hat es sich aber. Der hat sich jetzt aber erschrocken. Total erschrocken, ja. Klar. Hä? Ich glaube, der will was von mir. Wie Marin so einfach eiskalt. Hä? Ich glaube, der will was von mir. Vielleicht soll ich mitkommen. Oh, diese Karnickel. Ich finde das so geil. Okay, dann gehe ich jetzt mit ihm ins Zoodorf. Komm doch später nach, Link. Irgendwie, dieses Spiel bringt mich dazu, alles sexuell assoziieren. Ich weiß nicht wieso. Naja, Karnickel. Klar. Jetzt, wenn wir da hochgehen, singt sie mit ihm. Und ich glaube, noch können wir... Oh yeah, und es scheint in Trance zu sein, wir wissen es ja. Wir rüsten mal kurz die Flöte aus. Bringt das was? Marin hat recht, das hört sich richtig schrecklich an. Ja, wir wissen's. Bringt es das, dich anzusprechen? Oh, Link, ich bin auch oft in Zoodorf, um zu singen. Selbst hier lieben sie die Ballade von Windfish. Was ist denn dein Lieblingslied, Link? Mein Lieblingslied, keine Ahnung. Gut. Yay, sie ist auf dem Zoodorf, um zu singen. Na gut. Marin begleitet uns jetzt nicht mehr und ich hoffe, ich habe kein Foto vergessen, denn sonst wäre das richtig übler Fail. So, das ist die Durstwüste. Willkommen in der Durstwüste. Alles kaputt machen. What the fuck, Kakteen? Das sind, die sehen irgendwie aus wie Pokies. Also von Mario. Und warum steht hier ein Kaktus und hat als Untergrund eine andere Textur? Das heißt, es ist die gleiche Textur, aber die Textur hat andere Farben. Warum? Macht das Sinn? Nein. Das Spiel macht allgemein manchmal keinen Sinn. Manchmal schon, manchmal nicht. Gut. Yay, endlich machen wir mal was, damit wir weiterkommen im Spiel. Das heißt, wir machen jetzt Durstwüste und so. Um den Wunderschlüssel zu bekommen. Oh yeah. Gibt's hier unten denn was? Nein, wozu ist das dann da? Macht das Sinn? Nein. Naja. Wait, da oben ist dieses Sandloch. Welcher Trottel läuft da auf dem... Ich hab's, keine Ahnung, überschritten. Was sagst du? Welcher Trottel läuft da auf dem Sand herum? Oh, keine Ahnung. Gucken wir uns doch erstmal um, würde ich sagen, bevor wir da machen, diesen Zwischenboss, oder soll das ein Zwischenboss sein? Ich denke schon. Und Pokies zerstören. Ist das auch wieder eine Anlehnung an Mario? Pokies? Na egal. Pokies zerstören! Gibt's da unten noch was? Irgendwas Wichtiges von Bedeutung? Eine Zaubermuschel. Ich seh's. Es ist eine Zaubermuschel, die da ist. Da ist eine Zaubermuschel. Oh yeah! Du hast deine Zauber... Yay! 14 Stück, uns fehlen nur noch 6 Stück, Leute. Dann haben wir das Schwert auf Level 2. Oh yeah, ich sehe es kommen. Die 100% sind in greifbarer Nähe. Und nochmal danke an einen Typen, der anonym bleibt, weil ich den Namen schon viel zu oft gesagt habe. Dass er mir die Liste der Fotos gegeben hat, denn sonst wären das hier eigentlich keine 100%. Schlaf ist gegen das Ende. Das Böse ist... Schlaf ist gegen das Ende, das Böse ist. Klar, macht Sinn. Eigentlich kommen wir später in diese Höhle noch rein. Ja, deswegen ist es eigentlich schwachsinnig, da jetzt reinzugehen. Ja, wir müssen jetzt diesen Zwischenboss da besiegen, den Typen da. Welcher Trottel läuft da auf dem Sand, ja. Okay, eigentlich ist der Zwischenboss jetzt nicht schwer. Wenn man natürlich nicht ständig aus dem Screen switcht. Ja, wir wissen's. Ich rüste mich mal lieber damit aus. Gut, wir können auf dem Sand laufen, ohne reinzufallen. Das finde ich gut. Nicht getroffen. Das ist so ein lamer Zwischenboss. Wir müssen einfach schauen, dass wir ihn treffen und dürfen halt nicht da runterfallen. Also in die Mitte. Einfach mal die Wirbelattacke benutzen. Das ist das Beste, denke ich mal. Okay, du bist tot. Bam, bam, bam. Klar. Wir haben ihn erst in der Hand und dann fällt er da runter. Nun gut, wir fallen auch mal runter. Oh yeah. Oh, mit dem Wunderschlüssel öffnet sich das Tor zum Wundertunnel.
War hier nicht irgendwas versteckt? Wie ich's noch weiß! Alter! Da, also da hätte ich mich jetzt, da hätte ich jetzt nicht dran mitgerechnet. Alter, ein Herzteil. Oh yeah! Ein Herzteil, drücke Select im Untermenü, um die Anzahl festzustellen. Oh yeah. Wie ich's noch weiß, Alter. Ist hier noch was? Ich denke mal nicht. Nee. Ja, wir haben den Wunderschlüssel, damit können wir natürlich das Wunderschlüsselloch. Da den Schlüssel können wir da rein. Reinstecken. Ja, reinstecken. Sieht irgendwie komisch aus mit dieser Farbänderung, wo der Kaktus draufsteht. Naja. Gut. War damals in der alten Version natürlich nicht so, weil da gab es noch keine Farben. Ne? Da gab es nur diese Gameboy-Farben, diese grünen. Oh, fucking hell. Der Schlüssel hat die Form eines Fisches. Echt? Wirklich? Du solltest zum Wasserfall in den Bergen gehen. Dort, wo das Wasser dann verschwindet, musst du nach unten springen. Na klar. Alles, was du sagst. Mir fällt gerade auf, ein Tempel ist am Strand. Der zweite Tempel ist am Sumpf irgendwie. Ja, hier am Sumpf. Also ist auch schon ziemlich an den Bergen dran. Der nächste Tempel ist an den Bergen. Zwei weitere Tempel sind in den Bergen. Ein Tempel ist im Wasser, der könnte nicht hier irgendwo in der Nähe sein, da wo wir noch nicht drauf Zugriff haben, weil das noch grau unterlegt ist. Nein, Quatsch, wie komme ich denn darauf? Ein Tempel ist hier in der Nähe, wo es noch schwarz ist. Genau, besser gesagt, hier dieser schwarze Punkt da rechts. Nein, links neben meiner aktuellen Kartenposition. Nicht da, wo ich jetzt hier bin, sondern da oben. Also hier das schwarze hier, das so ein Stück raushängt, egal. Das ist der so und so vierte Tempel. Okay, ja. Naja, egal. Jedenfalls die meisten Tempel sind in den Bergen irgendwie. Naja, egal. Wayne. Ich denke mal, wir gehen jetzt zum Wunderschlüsselloch und... Hat der Schlüssel wirklich die Form eines Fisches? Naja. Näher. Man muss näher sein. Nee, eigentlich nicht. Keine Ahnung, wie die Eule drauf kommt, aber egal. Wie die Feder ausrüsten, damit wir wieder springen können. Oh, Link, ich bin auch so oft... Ich dachte, ich kann mit dir hier zusammen die Tiere unterhalten. Na, egal. Bist du ein Wurm? Ja, du bist ein Wurm. Okay. Ich muss nochmal nachgucken, was wir jetzt Tauschgegenstand... Ach, den Angelhaken, genau. Bringt uns noch gar nichts. Ich denke mal, wir benutzen jetzt den Teleporter und dann... Können wir schnellstmöglich zum Schlüsselloch. Oh Gott, die Aufnahmesession geht jetzt schon so lange. Aber egal, es ist Freitag, die Abschlussprüfung ist vorbei. Oh yeah, och, wie toll. Also noch nicht alle, ich habe noch zwei weitere. Aber es ist egal, ich nehme jetzt hier trotzdem auf. Ich habe das ganze Wochenende Zeit, um zu lernen noch. Außerdem habe ich die ganzen Ferien schon gelernt und... Ich denke mal, das passt schon alles. Es geht schon, es passt. Schöne Musik. Interessante Musik. Aus irgendeinem Grund verschwindet das Wasser. Und irgendeiner, der jetzt glaubt, wir müssen durch diese Treppe da reinkommen, der liegt total falsch. Wir müssen von oben runterspringen, wie die Eule schon gesagt hat. Oh mein Gott, und dazu gehen wir in das Gebirge. Und ich weiß nicht, will ich den Tempel jetzt machen? Irgendwie will ich jetzt die Aufnahme ja schon erstmal beenden, weil was ist, wenn ich asynchron bin? Das wäre total scheiße, da müsste ich so viel zusammenschneiden. Ich hasse das. Naja, tolles Programm, Panax. Aber ehrlich gesagt... War ich bei Game Boy Advance selten bis jetzt... Also, doch. Metroid Zero Mission, diese eine Crate-Part. Da war ich sehr asynchron, das weiß ich noch. Na gut. Rein da. Die Höhle, die wir noch gar nicht gesehen haben, die kennen wir noch überhaupt. Ach, Quatsch. Habt ihr noch nie gesehen, das bildet ihr euch nur ein. Bam! Diesmal hast du mich nicht erwischt, Schleimi. Und den nächsten Schleimis renne ich einfach vorbei. Aber lass mich dafür von Fledermäusen treffen. Natürlich. Und nochmal von Fledermäusen. Tolle Fledermäuse. Fledermäuse sind so toll. Let's run. Lauf for a Link, lauf. So habe ich ja den einen Part genannt, ich weiß. Oh fuck. Und zwar müssen wir jetzt hier weiter nach rechts rennen, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Hier ist das Wasser nämlich verschwunden. Jetzt können wir auch weiter nach rechts laufen. Ach nee, können wir nicht. Schade. Und jump. Oh yeah, und jetzt sind wir hier vor dem vierten Tempel. Und genau hier mache ich einen Service-Sate. Uah, und Gott, mir bleibt jetzt irgendwie der Atem weg. Ich weiß nicht warum, aber ich habe zu viel gelabert. Oh mein Gott. Und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening Deluxe.
Bis zum nächsten Mal, euer Toxi. Ciao.